Welche Farbe haben die Wände in deinem Zimmer? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakash und du siehst die Disney-Prinzessin, mein märchenhaftes Abenteuer. Und bevor ich in das nächste Königreich starte, wird jetzt erstmal die Prinzessin angepasst. Ich habe nämlich unter dem letzten Video einige Vorschläge bekommen und zwar wurde sich da unter anderem der Kleidungsstil Nummer 5 gewünscht und da suche ich jetzt auch mal was aus. Ich glaube, ich nehme das... Ja, das finde ich schön, das nehme ich. So, und die Farben, da sind mehr Farben gewählt worden, als ich auswählen kann. Und ich wähle jetzt einfach mal die Kombination aus Weiß und dann entweder Pink oder Blau. Ich guck mal. Pink finde ich schon ganz schön oder so ein Rosa fände ich eigentlich auch hübsch. Da wir aber zu Cinderella gehen, passt ein Blauton natürlich auch, also nehme ich einfach mal Weiß und Blau. Als nächstes möchte ich das Aussehen noch anpassen und zwar ist da die Frisur. Da ist zwar keine Frisur ausgewählt worden, aber ich nehme mal die Frisur, die auch Cinderella hat, oder? So. Und dann die Haarfarbe dazu. Da ist sich gewünscht worden, rot, blau oder pinke Haare. Das wäre blau, das wäre pink, das wäre rot. Ich nehme jetzt aber mal blau, weil ich denke, das passt dann zu dem blauen Kleid vielleicht ganz gut. Auch die Augen wurden sich blau gewünscht, also kommen sie blau. Das ist eher lila, also blaue Augen. Diesen Mund, Hautfarbe, finde ich, passt so. Dann habt ihr mir drunter geschrieben, oh, ich muss mal zurück. Und zwar zu den Accessoires. Die Schuhe müssen natürlich auch angepasst werden. Ne, so. Und ich möchte bitte keine Handschuhe anziehen. Deswegen lasse ich die Handschuhe dieses Mal weg. Da muss ich mal gucken, was da. Das passt alles nicht so richtig. Also das gefällt mir alles nicht so richtig. Das lasse ich auch weg. Also gibt es keine Tiara. Mal gucken, wie das aussieht mit der Schleife. Das geht eigentlich. Den Schmuck fand ich passend und ich glaube, dann ist meine Prinzessin fertig. Und hier, guck mal, die Blumen, die brauche ich noch anders. Die gefallen mir so auch noch nicht. War das bei Schmuck, bei Broschen? Die Blumen an sich finde ich schön, aber die müssen dann natürlich auch in einer anderen Farbe. Und die nehme ich dann in dunkelblau. So, jetzt kann ich aber Abmarsch in das Abenteuer von Cinderella geht's heute. Ich bin sehr gespannt. Kapitel 1, bitte. Wow, was für ein wunderschönes Herrenhaus. Ich frage mich, wer hier wohnt. Oh, hallo. Du bist Cinderella. Ja, ganz recht. Kennen wir uns? Ich bin... nur zu Besuch. Oh, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Bist du hier, um meine Stiefmutter Gräfin Tremaine zu treffen? Oder vielleicht eine meiner Stiefschwestern Drisella oder Anastasia? Nein, eigentlich suche ich... hast du hier irgendwelche seltsamen Dinge beobachtet? Oh ja, das habe ich. Und zwar etwas wirklich sehr Ungewöhnliches. Urplötzlich waren überall Spinnweben. Egal wie sorgfältig ich sauber mache, sie tauchen immer wieder auf. Und Stiefmutter sagt, das Herrenhaus muss blitzblank sein, sonst darf ich nicht auf den königlichen Ball. Verwende den Zauberstab, um die Kobolde in Elfen zurückzuverwandeln. Gut. Achtung. Oh, guck mal. Oh, das sind aber wieder so viele Kobolde hier. Die werden jetzt erstmal... Guck mal, die machen da die Spinnennetze hin. Wie unhöflich. Weg damit. Ah, oh, da die Kiste kann ich noch aufmachen. Das mache ich jetzt noch. Ein Blümchen. Wunderbar. Schau mal, da unten ist ein kleines Mauseloch hier. Da wohnen doch die Mäuse. Bei Cinderella sind doch die beiden sehr, sehr niedlichen Mäuschen. So, hier, gehst du weg da. Und dann mache ich das auch gleich noch wegwirbeln. Und dann ging es, glaube ich, die Treppe hoch. Da ist auch noch was. Das ist ein riesiges Herrenhaus, wo Cinderella wohnt, oder? Also ich wohne auch in einem Haus, aber so groß ist das nicht.
Nee, so, es ist einfach nicht so riesig. Aber sieht sehr schön aus, weil die Wände auch bunt sind und nicht alles so einfarbig ist. Das mag ich auch gerne. Weiße Wände sind, da müssen dann schon so viele Bilder hängen oder vielleicht ein Wandtattoo oder so. Und ich glaube, das wird jetzt hier auch meine Frage, der will einfach nicht jetzt. Meine Frage der Folge für heute ist, wie sind denn die Wände in deinem Zimmer? Hast du die vielleicht auch farbig? Also hast du zum Beispiel eine farbige Bordüre da dran oder sind die Wände insgesamt irgendwie rot, blau, grün oder gelb oder, na, welche? Gut gemacht. Ja. Sieh nur, alle Spinnweben sind weg. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Gern geschehen. Ich habe eine Bitte. Könntest du mir noch mit den Kerzen helfen, bevor du gehst? Sie scheinen alle ausgegangen zu sein. Sicher, Kinderspiel. Finde die Wandkerzen und setze Wirbelzauber ein, um sie anzuzünden. Das mache ich. Also die Frage der Folge. Welche Farbe haben die Wände in deinem Zimmer? So, oh, hier noch. Guck mal. Weil hier ist das so im Blau, ist schon schön, oder? Das sieht schon schön aus. Das mag ich schon. Sehr hübsch. Obwohl ich muss sagen, hier bei uns jetzt, also hier sind jetzt die Wände auch, also im Esszimmer ist rot und weiß und weiter oben muss ich noch. Im Schlafzimmer ist so grün und weiß, aber im Wohnzimmer ist zum Beispiel, habe ich weiß. Also da sind die Wände weiß bei mir. Und hier rein vielleicht. Ah, Kisten, nicht, die ich aufmachen kann. Ach, guck mal, wie cool, da ist von der bösen Stiefmutter. Ist halt, da hängt da ein Gemälde. Das ist ja toll. Also, die böse Stiefmutter ist noch nicht toll. Aber dass da so ein Gemälde hängt, finde ich gut. Neue Schuhe. Hurra. Aber die sieht man bei den langen Kleidern ja sowieso nicht. Gut, dann gucke ich mal jetzt da drüben noch. Da muss ja irgendwo... Ah ja, guck mal, hier ist noch was zum Anmachen. Und wo denn noch? Da! Tada! Schon viel besser. Vielen Dank. Gern geschehen. Alles sieht so schön aus. So hell und so glanzvoll. Ja, es ist wirklich hübsch. Könnte ich dich wohl noch um einen weiteren Gefallen bitten? Denn weißt du, ich suche meinen Mäusefreund Carly. Er ging vor kurzem in den Wald und ist noch nicht zurückgekehrt. Der arme Carly gerät immer in Schwierigkeiten. Könntest du mir helfen, ihn zu finden? Ich helfe liebend gern. Keine Sorge, ich finde ihn schon. Carly könnte deine Hilfe gebrauchen. Du findest ihn im Wald. Na, dann schaue ich mal. Im Wald kann ich hier auch gehen. Das ist ja toll. Ah, das ist so schön, dass ich jetzt die Kisten aufmachen kann, alle. Oh, eine neue Tiara. Ich guck mal, ob die vielleicht passt. Warte mal. Kleiderschrank, Schmuck. Nee, Schmuck ist das dann nicht, sondern Accessoires. Tiara. Oh, guck mal, so mit so rosa dran. Das ist ja auch schön. Das passt jetzt nicht. Das passt jetzt nicht dazu. Aber hübsch ist sie. So, also. Ist hier noch irgendwo vielleicht ein Kistchen zum Öffnen? Nee, dann husche ich jetzt in den Garten und guck nach Carly. Carly, dem Mäuschen. Kiste, 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 Kiste. Und neue Ohrringe, schau. Du hast es geschafft. Die schaue ich auch gleich an. Neue Ohrringe. Stelle deinen individuellen. Das ist ja Schmuck auf jeden Fall. Ach, guck mal, so mit so Perlen. Das ist ja auch hübsch, ne? Sehr schöne Ohrringe. Ich nehme jetzt die blauen wieder. Aber die gefallen mir auch mit den Perlen. So. Oh, da unten muss Carly sein. Upsala. Oh, da ist noch eine Kiste. Ach, die kann ich noch nicht aufmachen. Oh, nicht erschrecken, du süßes Pferd. Aber die Kiste kann ich aufmachen. Die ist von Ariel. Ein Blümchen. Du hast es geschafft. Und wo ist denn... Da hinten hüpft Carly doch. Ich sehe es doch genau. Aber bevor ich mit ihm spreche, werde ich jetzt die Kiste hier noch öffnen.
noch ein Blümchen. Ah, das ist aber eine, du hast es geschafft. Eine Blume als Kleidung oder so, glaube ich, gewesen. Warte, ich schau mal. Betrachte deinen individuellen Look zusammen. Nee, hier war das nicht. Accessoires. Schmuck ist das dann gewesen. Ich dachte hier vielleicht als Brosche. Ja, siehst du. Guck mal, die nehme ich gleich, oder? Aber auch so in Dunkel, damit man die schön sehen kann. Ja, so ist doch, das ist doch schön. So, hallo Kali. Oh, da bist du ja. Du musst Kali sein. Weißt du, dass sich Cinderella große Sorgen um dich macht? Was machst du denn hier draußen? Siehst du, hübsches Papier. Oh, ist es das, was du suchst? Sieht aus wie eine Einladung. Zuck, zuck, auf zum Ball. Oh, es ist eine Einladung. Dann muss das Cinderellas Einladung zum Ball sein. Ohne sie wird sie nicht hingehen können. Kein Wunder, dass du so aufgebracht warst. Keine Sorge, Kali. Ich helfe dir, sie zu finden. Such das Objekt, das die Kobolde versteckt haben und verwende den Wirbelzauber, um es an seinen rechten Platz zurückzubringen. Das mache ich. Jetzt muss ich da bestimmt dann so hochspringen, oder? Guck mal. Und pion. Oh ja, und jetzt hier wieder rauf. Du kannst mir natürlich auch wieder in die Kommentare schreiben, welche Farben du zum Beispiel nächstes Mal gerne haben möchtest, ne? Also, du kannst wieder dazu... ich wollte eigentlich darunter zu der Kiste. Du kannst also gerne schreiben... Oh, da auf die Kiste wollte ich. Welche Farben oder welchen Kleiderstil du wieder haben magst, ne? Also schreib mir das ruhig unten rein, dann passe ich das natürlich nächstes Mal wieder an. Auch Haarfarbe und so kannst du natürlich aussuchen. So, jetzt muss ich dann nochmal hoch. Einmal und rauf und nochmal. Ich wollte eigentlich die Kiste haben. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich probiere jetzt erstmal hier die Einladung zu schnappen mir. Einmal hier noch rüberschweben und dann nochmal. Und dann bin ich schon da. Tada! Wirbelzauber. Gut gemacht. Zuck, zuck. Ja. Jacques wartet in der Eingangshalle des Herrenhauses auf dich. Jack wartet da. Ja, aber ich wollte eigentlich wegen der Kiste noch gucken. Wie kann ich da nur hinkommen? Aber die hier kann ich aufmachen. Ach, guck mal, eine neue Kette. Wie schön, die kann ich gleich auch noch anschauen. Hier gibt's ja jetzt viel. Das ist ja toll. So, oh, guck mal, da ist das Schloss. Wie schön. Ich fürchte, für den königlichen Ball ist es noch ein wenig zu früh. Oh, da kann ich noch gar nicht hin. Also muss ich da erst zurück. Aber guck, ich schau die Kette mal an, die jetzt dazugekommen ist. Stelle deinen individuellen Schmuck Look zusammen. Und Kette. Die habe ich jetzt an. Die hatte ich schon. Ach, dann ist das die. Ja, die passt jetzt leider nicht zum Outfit. Da lasse ich die blaue. Aber gefallen tut das mir schon. Nee, ich möchte die Blümchen. Gut. Dann husche ich jetzt mal dahin und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Chuck wieder. Ich danke dir sehr, sehr dafür, dass du dabei gewesen bist und zugeschaut hast und hoffe natürlich, dass du nächstes Mal auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Disney-Prinzessin, mein märchenhaftes Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.